Vollgas Richtung Titelverteidigung. Einen Tag nach dem 5:1-Erfolg über den VfL Wolfsburg durften die Stars des FC Bayern um den historischen Fünffach-Torschützen Robert Lewandowski ihren beeindruckenden Sieg auf ganz besondere Weise zelebrieren. Bei der Audi Driving Experience in Neuburg an der Donau ließen sie ihre Fußballschuhe für einen Tag zu Hause und schlüpften stattdessen in ungewohnte Rennanzüge. Auf dem anspruchsvollen Handling- und Offroad-Parcours stand vor allem das Thema Sicherheit im Vordergrund. Und die beiden Weltmeister Mario Götze sowie Thomas Müller hatten bei schnellen Runden im Audi TT Cup Renntaxi sichtlich Spaß. Ich denke, es ist immer ein schöner Termin, ja, auch mit Spaß verbunden. Es ist nicht nur eine Autogrammstunde, sondern auch eben, wie gesagt, man kommt ja nicht jeden Tag auf eine Rennstrecke und wird von Le Mans-Siegern gefahren. Also kann man schon genießen. Also so auf die Art und Weise bin ich noch nie Auto gefahren, nee. Weder als Fahrer noch als Beifahrer. Gib doch zu, dass du in der Stadt genauso rumfährst. Ja, okay. Du hast recht. Bevor die Bayern-Stars ihr Können auf den Teststrecken des Sponsorenpartners demonstrieren konnten, durften sie noch ihre neuen Dienstfahrzeuge entgegennehmen. Tolle Autos für tolle Sportler. Aber auch die zahlreichen FC Bayern-Anhänger und Audi-Mitarbeiter kamen nicht zu kurz. Die Münchner Fußballidole verteilten Fangeschenke und nahmen sich reichlich Zeit für Autogramme und Selfies. Für die Profis eine willkommene Abwechslung mitten in der ersten heißen Phase der noch jungen Saison. Heute, ich denke, das ist optimal Zeit für Audi-Termine, weil nach dem Spiel, nächstes Spiel, wir haben am Samstag, dann morgen noch den ganzen Tag, Freitag wieder und Samstag wieder spielen. Natürlich, wir müssen fokussiert bleiben trotzdem, aber wenn du fährst mit so schnellem Auto, dann hast du immer Spaß. Doch nach dem Fahrspaß ist vor dem nächsten Ligaspiel. Bereits am Samstag wollen die schnellen Bayern mit Lewandowski wieder Fahrt aufnehmen und in Mainz ihre eindrucksvolle Siegesserie ausbauen.